Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Money Town Projekt zusammen mit dem lieben Sinnfrei. Grüße! Ja. Neuer Tag? Ach nee, ist ja noch kein neuer Tag. Ist kein neuer Tag, noch nicht. Neue Aufnahme, neues Glück? Das stimmt. Tag ist der neue Tag erst in der nächsten Folge. So, wollen wir mal sauber machen hier. Dass LU wieder saubere Geräte hat. Ja, ich habe jetzt meine Mais. Oh, siehst du, meine Maisernte eingefahren. Mais, Mais, Mais. Wir können machen Popcorn. Bist du. Popcorn lohnt sich doch gar nicht. Na klar. Also, wo ich geguckt habe, das hat sich null gelohnt. Aus 1 wird 5. Na, no, und dann rechnen wir mal durch. Aus 1 wird 5 und Popcorn. Na gut, Mais bringt ja auch nicht viel. Ja, aber es ist, weiß nicht. Viel ist es nie, was du plus machst vom Mais. Es ist mehr, als wenn ich nur Mais kaufe. Muss ich mal gucken. Gucke mal, ich mache ja aus 1 5, das heißt, ich vervierfache den Preis. So, 200, ne, mal 4 sind. Ich finde gerade Mais hier. Und Mais sind 400 bis 500 gerade. Also. Ah. Ich finde schon, dass sich das lohnt. Sag mal, würde sich der Preis komplett verdoppeln? Ja, aber tut da ja, glaube ich, nee, oder? Na klar, der vervierfacht sich. Guck mal, aus 1, ein Liter Mais 600. Machst du 5 Liter nee. Popcorn. Nie ganz, weil da müsstest du ja 1000 rauskriegen und das kriegst du ja nicht, oder doch, kriegst du. Nie ganz. Ja. Ach, du weißt ja nie, wie lange, wird ja wohl wieder ewig dauern. Ich sehe es ja bei mir am Hafer. Das ist ja Jacke wie Hose, ich habe da so viele Sachen aktiv, du, da spawnen jede Menge Paletten, also das ist... Deswegen, das ist schon alles in Ordnung. So. Ja. Dafür, dass ich das Feld einfach nur mit Mais gekauft habe, nichts reingesteckt habe und jetzt einfach nur noch mal ein zusätzliches Ding mit angemacht habe, ist das vollkommen in Ordnung. Bitte. Wo ist das LU? Hier ist das LU. Der Drescher ist benutzbar jetzt, oder? Ich brauche nicht, ich habe keine Felder mehr. Gut. Also kannst du nutzen. So, einmal eine Kreisfahrt bitte. So, also ich hätte die erst vom Hof mitnehmen sollen. Das sind nur 4 Ballen. Aber sauber gemacht hast du nie. Was habe ich nicht sauber gemacht? Das Schneidwerk, das ist noch dreckig. Das kann sein, weil ich das wahrscheinlich nur ganz schnell getauscht hatte. Ja, alles gut. Ich habe es bloß gerade gesehen. Aber der Drescher ist sauber gemacht und vollgetankt und... Nee, repariert nicht, aber vollgetankt. Gut, reparieren ist ja sowieso LU-Sache. Ja, aber ich gebe das ja dann dort in der Werkstatt immer in Auftrag. Ja, gut. Ja, und das habe ich, ist ja jetzt nicht so schlimm. Diesmal nicht gemacht, weil er nicht so... Das ist ja jetzt nicht so schlimm. War. So, Money. Ja, das LU kriegt ja auch gleich noch Geld von mir. Das habe ich gerade bezahlt. So. Apropos. Kann man mal machen, ne?
Für so ein paar Ballen, 12.000. Das ist manchmal echt krass, was man kriegt, ne? Und das waren Strohballen, ne? Mhm. So. So, dann pauschen wir die Traktoren einmal. Papi braucht Geld. Nee, fallt doch nicht runter. Liebe Baumstämme, bleibt doch bitte da, wo ihr alle seid. Die wollen wir weg, oder was? So. Der Anhänger gerade angehangen. So. Also festgegurtet. Mhm. Ja, wie war denn, also für die YouTuberinos, ne? Wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Wie gesagt, sonntags nehmen wir meistens auf, versuchen so viele Folgen für die Woche wie möglich aufzunehmen. Ja, und das ist jetzt halt die erste Folge, die wir Sonntag aufnehmen. Wie war deine Woche, Matze? Ja, stressig, aber es war aushaltbar. War ein bisschen mehr los wie sonst. Ja, bei mir ging's eigentlich. Also gerade Freitag war es schön, schön entspannt auf der Arbeit. Ja, das ist ja gut. So. Wochenende war auch schön. Ja, das war wohl schon Samstag. Wieder fast zu kurz, das Wochenende wieder. Ja gut, das ist immer, ne? Also ich wäre auch dafür 2 Tage arbeiten, 5 Tage frei. Oh ja, oh ja. Aber das ja, Samstag war ich bis 3 ungefähr zu Hause, habt ihr hier am Rechner so ein bisschen rumgeblödelt. Mhm. Und war dann auf dem Kindergeburtstag bis abends 19 Uhr. Mhm. Ja, also so viel wie dort habe ich noch lange nicht mehr gefuttert, ey. Oh, das, da wo ich sage, muss man immer so viel essen. Oh. Aber man hört ja auch nie auf. Das ist ja das Schlimme. Ja, das Problem ist, sie ist Spanierin. No, nicht Spanierin. Sie ist Argentinierin. So heißt das, glaube ich. Genau, richtig. Genau. Ne? Also, die, ja. Richtig gute Küche. Ja, was heißt gute Küche? Also. Ja, also argentinische Küche. Nee, nicht ganz. Nicht ganz? Okay. Nee, die haben einen Kiosk, ne? Mhm. Und ja, da gab es halt jede Menge Kuchen und so Obst-Salatplatten, ne? Mhm, ja. Und zum Abendessen gab es dann halt Brötchen mit Aufschnitt. Ach so, okay. Gut, dann geht's. So. Vorgewendet, gleich fertig. Wird schon wieder langsam dunkel. Ja, etwas. So. Ist doch ein bisschen größer, wie ich dachte, das Feld. So. Upp. Mhm. Mhm.
Genau. Oh Mann, das Geld fließt und fließt. Nee, bei mir nicht und nicht. Ich habe ja noch mal viele Ballen an der BGA. Bei mir sind ja 100.000 schon wieder weg. 100.000? Ach. Ich baue jetzt ein bisschen auf ein neues Feld. Auf ein noch ein Feld. Okay. Ich habe 100.000 gerade ausgegeben. Nö. Ich hab mir wieder was gegönnt. Wieder ein Fahrzeug, hä? Oder ein Gerät. Also ich bin zumindest gerade vom Händler weg. Na, lassen wir uns mal überraschen. Ja, wenn der 9RX an dir vorbeirauscht, weißt du Bescheid. Glaubst du ja nicht, dass es der ist. Den gab es ganz günstig im Gebrauchtwagen-Shop. Und du? Oh, was machst denn du hier? Ist aber weit weg von zu Hause. Ist er wieder da? Ja, läuft bei mir am Feld hier rum. Auch nicht schlecht. Der geht allein die Gassi. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr interessant. So. Was hatten wir gesagt? Bei 90 oder bei Folge 100? 100. Irgendwo so die Dreher. Weil? Nur so. Was im Gebrauchtwagen-Shop drin? Nee, das nicht, aber. War nur nochmal für die Planung. Na gut, ich sag mal, so viel größer müssen die Maschinen fast gar nicht sein. Ist eigentlich zureichend. Meiner Meinung nach. Ja, stellenweise könnte es schon größer sein. Ja, aber mir geht es hauptsächlich nur um die PS. Also so, wie gesagt, ja, die Geräte von der Arbeitsbreite her ist okay, aber mir geht es halt um die PS. Ach so. Na ja. Okay. Jetzt muss ich hier ein bisschen Feinjustierung machen. Feinjustierung? Mhm. Ja, mal ein bisschen nachhelfen hier, weil. So. Wo einzelne Baumstämme nicht ganz so wollen, wie sie sollen. Ja. Naja. Hat man öfters mal. So, dann haben wir das schon mal. So, wie war denn das? Das war so und so und so. Wobei, wir können auch so entladen. Was machen meine Kühe? Denen geht's gut. Wie groß ist denn der Anhänger? 6 Kubik, das ist nicht viel. Weil für den Preis. Naja. Ja, also wie gesagt, manchmal merkt man schon, dass man doch ein bisschen mehr PS bräuchte. In manchen Stellen ja, das stimmt schon, aber ich finde, es geht. Um ehrlich zu sein. So, ich möchte ihn ja erstmal anheben. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist das die 73? Auch die hatte ich ja schon einmal gehabt. Und die 80. Ich fahr zur 73 hoch.
Oh. Kam gestern wieder. Kam? Echt? Na gut, ja. Ich hab ewig kein Fernsehen mal geguckt. Das ist total ätzend, wenn du hier vorm Rechner sitzt. Also gestern war sowieso total wild. Ja. Ich habe war im TS wegen SOF. Ja. War bei Discord drin, wegen den Leuten von, ne? Ja. Habe nebenbei noch einen Stream moderiert. Ne, war da ein Moderator. Und dann lief der Fernseher. Ne, wobei ich bei dem Fernseher nicht zugehört habe oder nicht geguckt habe. Hast du aber sondern der war halt aber so laut, dass ich durch die Lautsprecher oder durch die Kopfhörer trotzdem gehört habe. Das ist dann halt ein bisschen. Alter, so weiter. Ja. Ich hoffe, ich komme jetzt hier so an das Feld ran. Jo, komm ich ran. So. Und so. Oh, du möchtest bestimmt gleich was loswerden. Ich möchte was loswerden, aber kann ich ja sagen. Aber gut, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da, schreibt in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mal bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, genauso wie der YouTube-Kanal vom lieben Sinnfrei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein und tschüss. Ciao, ciao.